Verdammt, mich hat's erwischt. Beziehungsweise nicht mich, sondern die hier. Das ist mein Kartoffelfeld und die waren mal saftig grün und richtig schön dicht. Mittlerweile kann man da bis auf den Boden durchgucken und hier sieht man die Krankheit sehr schön. Das ist die Krautfäule und die kriegt jede Kartoffelpflanze früher oder später. Hier früher, denn wir hatten es warm und feucht und das begünstigt natürlich Pilzkrankheiten wie die Krautfäule. Deswegen müssen die Kartoffeln jetzt raus. Kartoffelsorte Almonda. Bin ich doch mal gespannt, was wir hier ernten und wie groß die Kartoffeln sind. Hier sehe ich schon die erste. Ah. Ist doch nicht schlecht. Das war die Mutterkartoffel. Die sieht noch gut aus, aber sie ist, ich krieg's jetzt nicht auf, aber ziemlich leicht, wahrscheinlich innen hohl. Die kommt weg. Sind aber nicht viel für eine Kartoffelpflanze. Die verstecken sich ganz schön. Also aus einer Kartoffel habe ich 9 Stück gemacht. Zählen wir bei der zweiten Pflanze auch einmal durch. Ah, da sieht es schon besser aus. 4, 8. Neun. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 bei Pflanze Nummer 2. Nicht schlecht, aber auch ein paar kleinere dabei. Bei dieser Kartoffel. Und so im Durchschnitt waren es dann etwa 13 Kartoffeln pro Pflanze. Oh, Unglückszahl. Aber ich bin trotzdem sehr zufrieden gewesen. Das Kartoffellaub hier, das kommt außerdem immer extra, nicht auf meinen normalen Kompost, denn die Pflanze ist ja von einem Pilz befallen, von der Krautfäule. Und die will ich nicht in meinem Kompost haben. Die einen sagen zwar, ja, das stirbt ja alles ab, aber ich bin da ein bisschen vorsichtig, separater Kompost. Die Erde hier ist außerdem super schön locker, die kommt ja aus meinem Hühnerstall. Da habe ich ja das System Deep Litter, das heißt, das sind Hackschnitzel, die bleiben da ein Jahr lang drin und die sind dann richtig schön aufgedüngt mit dem Hühnermist. Wie das genau funktioniert, zeige ich euch in diesem Video. Sucht einfach nach Rigotti und Deep Litter. Und der Stallmist kam ganz dick auf dieses Beet hier und schaut euch an, was da für eine tolle Erde draus geworden ist. Ach, die packen wir jetzt mal auf die Waage. Ja, freue mich. Das sind ganze 17 Kilo. Ja, das ist nicht viel. Jetzt mache ich mal die Kalkulation auf. Ich habe für die 2,5 Kilogramm Saatkartoffeln 10 Euro bezahlt. Das heißt pro Kilogramm also 4 Euro. Und geerntet habe ich 17 Kilo bzw. Korb abziehen. Ein Kilo so ungefähr habe ich 16 Kilogramm Kartoffeln. Die 10 Euro durch 16 sind 0,63 ungefähr. Passt es? Das heißt 63 Cent pro Kilo habe ich hier jetzt. Plus Arbeit natürlich, aber die rechne ich nicht. Und ich muss auch sagen, es wäre deutlich mehr geworden. Bestimmt das Doppelte hätte ich die Kartoffeln noch länger drin lassen können. Denn es sind mitunter recht kleine dabei. So ist es ganz okay. Aber ich bin trotzdem zufrieden. Jetzt will ich mal wissen, wie sie schmecken. Mache ich mir mal eine kleine Portion. Dazu nehme ich so ungefähr gleich große und koche mir die mal. Ich mache ins Kochwasser immer ein bisschen Salz und Kümmel. Und wenn man kocht, immer einen Deckel drauf, spart viel Energie. Kartoffeln sind fertig gekocht und ich habe wieder die Kartoffelexpertin da, Dr. Mary Kissel.
Du isst Kartoffeln sehr gerne. Unglaublich gerne. Und du weißt, eine gute von der schlechten zu unterscheiden? So ist es. Dann probieren wir sie doch mal. Nimm dir eine. Super. Oh ja, sehr gut. Ich habe ins Kochwasser immer ein bisschen Kümmel gemacht. Salz, damit sie nicht ausgelaugt wird, die Kartoffel, und ein bisschen Kümmel. Ich finde, es gibt so einen ganz leichten Kümmelgeschmack. Schmeckt man kaum raus, aber so ein bisschen. Darf ich jetzt noch den Rest essen? Die paar Dinger. Magst du was dazu? Nö. Du kommst original aus der? Falsch. Da isst man was? Krummbeere. Kartoffeln. Ich mag die auch total gern. Oh, Glück ist geschickt, dass ich just deine Kartoffelernte mitbekommen habe. Also Almonda empfehlenswert? Wirklich gut. Mit oder ohne Kümmel? Geschmackstest bestanden. Magst du denn auch die Konsistenz? Die sind jetzt recht weich. Ja, ich stehe ja sowieso auf mehlige Kartoffeln, aber die ist auch schön gelb, was immer ein Zeichen dafür ist, dass entweder Beta-Carotin oder proteinreich ist. Und das mag ich sowieso gern. So, jetzt esse ich noch den Rest, Florian. Ja? Hause weg. Sie seien dein. Ob groß oder klein, alles muss rein. Und Mary will auch noch Pflaumen ernten. Finde ich super, denn dieses Jahr das erste Mal hängen einige Pflaumen dran und schön große, ne? Sie sind schön groß, aber leider finden andere Tiere die auch toll. Ja, aber okay, die muss weg. Ich schmeiß die mal hin für die Hühner. Schaut euch das mal an. Ja, es ist mal ein Loch drin, aber ist doch nicht so schlimm. Ja, schöne große Pflaumen. Ah, super. Und auch noch ein paar unreife. Brauchst du eine höhere Leiter? Nee, brauche einen längeren Arm. Also wir sind schon echt spät, Florian. Das ist, die müssen wir aussortieren, was ja, da geht. Genau. Ordentliche Menge geworden. Hopp, stellen wir sie mal auf die Waage hier. Ich habe es jetzt auf 2 aufteilen müssen, denn diese Waage geht nur bis 3 Kilo. Hier sind es 3 Kilo plus das hier. 700 Gramm, 3700 Gramm. Jetzt gleich noch 30 Gramm weniger. Manche von denen sind angefressen, wie hier. Da sind einfach die Wespen rangegangen. Macht aber nichts, das schneiden wir einfach großzügig raus. Auch angefressen. Sind sie gut? Oh, genial. Die Pflaumen, die haben wir jetzt eingekocht mit ganz wenig Zucker. Mary rührt. Das dürften so ungefähr 3 Kilo sein. So, wir sind fertig, sind immerhin 4-6 Gläser geworden. Wunderbar. Und zwar große Gläser. Kochend abgefüllt, Deckel nicht wie ein Berserker zugedreht, sondern normal. Und dann wird sich hier jetzt beim Abkühlen der Unterdruck bilden. Werden wir dann sehen, wenn wir das erste Glas aufmachen. Du hast falsch gezählt, Florian. Es sind nur 5 Gläser. Mary, das ist das Mindeste, was du... Und da war der Akku der Kamera alle. Also ich wollte noch sagen, das ist das Mindeste, was Mary bekommt. Sie bekommt auch mehr Gläser, wenn sie möchte. Dann habe ich noch ein Paket bekommen von Maren und Patrick. Und die zwei gehen zusammen auf Mittelaltermärkte, denn sie machen selber Hanfseile. Das finde ich so klasse. Sie haben meinen Film gesehen über diese schöne Maschine, die, naja, augenscheinlich Hanfseile macht, aber dann doch nur Messer geschliffen hat. Film dazu da rechts oben in der Ecke. Und ich rieche dran, weil diese Seile, die riechen einfach immer gut. Ich weiß gar nicht warum. Also überhaupt nicht nach Hanf, sondern nach Seil halt. Und ja, sie machen das selber und haben mir ein paar zugeschickt. Das sind die typischen Kälberstricke. So nennt man die. Super, vielen Dank, freue ich mich sehr. Kann ich sehr gut gebrauchen. Ach, da ist noch mehr im Karton.
eine Visitenkarte, Baden-Seiler. Leider keine Webseite dabei, wo man was bestellen könnte. Hier ist noch was. Ein kurzes Seil mit Schlaufe und so ein Knoten am Ende. Was könnte das denn sein? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, weil ich keine Ahnung habe. Ja, Schatzele, was machst du denn auf dem Tisch? Darfst du das? Den Karton passt du nicht rein. Der ist zu klein. Ja. Luzi, da passt du nicht rein. Wirklich nicht. Magst du den Duft der Seile auch so gern? Oh ja. Schätzeli. Mein Kompost vom Komposthaufen, den habe ich ja schön auf den Beeten verteilt, aber ich habe immer noch eine Schubkarre übrig und die muss ich sieben. Und ihr wisst ja, ich hatte mal einen Rollsieb, mit dem war ich überhaupt nicht zufrieden. Schaut mal hier in das Video rein, da seht ihr das im Einsatz. Ich habe es getestet und nee, ich habe es auch wieder verkauft gehabt, weil ich damit nicht zurechtgekommen bin. Ihr seht, das Scheppach-Kompost-Sieb hier funktioniert so gut wie gar nicht. Sobald die Erde so ein bisschen feucht ist, bleibt alles total kleben, nichts geht. Da hilft auch dieser Reinigungspinsel hier oben nichts. Der soll die Löcher zwar frei halten, das geht aber so gut wie gar nicht. Und die letzten Jahre habe ich jetzt immer mit so einem Durchwurfsieb gearbeitet. Auch nicht schlecht, aber es ist so ein billiges Ding aus dem Baumarkt. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich es benutze, auch wenn ich diese Durchwurfsiebe eigentlich gut finde. Nur dieses hier ist einfach nicht dolle. Deswegen habe ich mal einen Hersteller von einem Rüttelsieb angefragt, ob er mir mal zu Testzwecken ein Gerät zur Verfügung stellt, damit ich das mal mit diesem Rollsieb von Scheppach vergleichen kann. Nicht nur für mich, sondern hoffentlich auch für euch. Und das ist das schöne Paket hier. Mobiles Rüttelsieb. Bestimmt die Anleitung. Wer braucht schon eine Anleitung? Außerdem habe ich einen Kameramann dabei. Da ist er, Christian. Hi, servus. Ich habe mich gerade gewundert, was haben wir denn hier dran? Und das sind Magnete. Zack, hoch. Und da klatschen sie dran. Super gemacht, muss ich sagen. So einfach. Ich muss sagen, das wirkt ein bisschen wackelig, aber da unten sind Gummifüße dran und schließlich, wo steht es in der Regel? Im Garten, wo es sowieso uneben ist. Anschluss, gut verarbeitet alles. Perfekt, das liebe ich ja. Stecker mit ein Ausschalter, das ist super. Schubkarre drunter. Oh, hört er das? Das ist ein Vibrato. Ja, Wahnsinn! Ja, das funktioniert. Schauen wir mal, die groben Sachen fallen runter. Steine, Äste. Wunderbar. Und hier, was habe ich da? Tja, wer erkennt, was es ist? Das ist ein Kern von einem Mango. Und wenn man den aufmacht, ist der eigentliche Kern drin. Da ist er. Habt ihr das schon mal gesehen? Das ist nämlich nur die Hülle in der Mango. Und da drin, da steckt der eigentliche Kern. Und jetzt weiß ich auch, warum die Maschine so weiche Gummifüße hat. Damit das hier alles gut vibrieren kann und damit die Erde durchgesiebt wird. Es gibt zwei Dinge, die mir nicht so gut gefallen. Einmal passt die Schubkarre nur so quer hier rein. Besser fände ich es, wenn die Maschine etwas breiter wäre und ich könnte mit der Schubkarre von hinten reinfahren. Dann könnte ich auch die komplette Länge ausnutzen. Und zum Zweiten, das ausgesiebte Material, das fällt vorne runter. Und da würde ich gerne was unterstellen, aber da stehen die Beine im Weg. Thank you.
Also wenn ich dieses Teil hier mit meinem alten Rollsieb von Scheppach vergleiche, ist der hier wesentlich effektiver. Mit dem Rollsieb war ich null zufrieden und der hier scheint gut zu sein. Ob er dann seine Arbeit auch richtig macht, zeige ich euch so in den nächsten Videos, wenn ich immer mal wieder Erde siebe, ob er den Praxistest dann auch besteht. Bis jetzt super. Einziger Wermutstropfen, den ich bis jetzt habe, das Ding ist richtig teuer. Ich habe mal auf deren Webseite geschaut, die machen mehr so Profigeräte, schwere, große Rüttelsiebe und das ist halt hier ein so ein kleines Ding für Hobbygärtner wie mich. Bis jetzt bin ich zufrieden. Wenn es viele Jahre durchhält, dann lohnt sich die Investition. Der Christian, der musste leider schon wieder gehen und wir haben hier jede Menge Brennholz noch gemacht. Kamera war aber nicht dabei und ich wollte euch noch zeigen, was wir für ein geniales Werkzeug dazu benutzt haben. Hier auf dem Platz vor der Garage war alles voll mit dem Holz. Mit dem Spalter haben wir gespalten und mit der genialen Wippkreissäge hier das Holz auf Länge gebracht. Und hier ist das Brennholz, das wir gemacht haben. Christian, vielen Dank. Und hier das geniale Werkzeug. Diese Greifzange hier, unglaublich praktisch. Damit kann man so einen Stamm hier einfach packen und easy peasy wegziehen. Zange rein, fertig. Oh, und schaut mal, was ich gerade sehe. Es gibt jede Menge Haselnüsse dieses Jahr. Wunderbar. Und die sind nicht für Aschenputtel. Und auch hier bei meinem großen Haselnussbusch mit großen Haselnüssen. Das ist so unsere Züchtung, der schöne große Nüsse macht. Schaut euch das mal an hier. Wahnsinn. Vierer. Da hängt auch alles voll. Und Haselnüsse sind super und schmecken gut. Und vor einigen Jahren habe ich ja einen Walnussbaum gepflanzt. Der ist schon richtig hoch, ich schätze 6 Meter bis zur Spitze. Der liefert immer noch nichts, obwohl ich da eine Nuss hängen sehe. Hopp, da ist sie. Mal schauen, vielleicht wirft er sie noch ab, wie die letzten Jahre. Da waren auch ein, zwei Stück immer dran und die waren dann weg. Und zwar waren sie weg, bevor die Nüsse reif wurden. Und ich sehe gerade, da hängt auch noch mal eine. Und da auch. Vielleicht gibt es ja die ersten Walnüsse von meinem eigenen Baum dieses Jahr. Und du bist immer dabei, Sweetheart. Ja. Schätzle. Put, 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 put. Der kommt hier mal raus, kommt. Wenn du fertig bist, bleibst du da stehen und dann gehst weiter. Okay. Aber du kannst hinten schon anfangen. Gut, minus ein bisschen. Ja. Wenn du mich voll siehst, dann fangst du an. Jawohl. Ich laufe und bitte. Heute besuche ich den Selbstversorger Rigotti, der nicht bloß alles Mögliche hier in seinem Garten selber anbaut, sondern auch noch einen YouTube-Kanal darüber macht. Und ich bin gespannt, was es hier alles zu entdecken gibt. Ihr habt es gesehen, heute ist bei mir ein Kamerateam, ein Filmteam und zwar von München TV. München TV und TV Ingolstadt, genau, die Heimatgeschichten. Die Heimatgeschichten. Ich kannte es vorher nicht, habe es mir jetzt aber mal angeschaut. Ich muss sagen, sehr nett gemacht. Ihr geht von Dorf zu Dorf. Genau, wir stellen jede Woche ein Dorf, eine Gemeinde, eine kleine Stadt im Münchner und Ingolstädter Umland vor. Und dieses Mal eben Fuchstal und da sind wir an dir nicht vorbeigekommen. Finde ich total nett. Wir haben gerade fertig gedreht und es hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank auch an den Kameramann. Und von dir habe ich was gelernt heute, nämlich, genau. Was ist ein Biegauderer? Wer kennt Biegauderer? Schreibt ihm. Schreibt es in die Kommentare rein. Genau. Ciao. Super. Super. Und schau mal, ich gebe euch noch ein paar Kartoffeln und Knoblauch mit, weil es so viel Spaß gemacht hat. Wahnsinn. Geht's uns heute gut. Dankeschön. Gerne. Also, tschüss und vielen Dank. Servus, ciao, danke servus, dir. Ciao. Sobald ich weiß, wann das ausgestrahlt wird, gebe ich euch Bescheid. Da geht es nicht nur um den Rigotti-Garten, sondern um das ganze Gebiet bei uns hier. Fuchstal könnte interessant werden. Ich bin selber schon gespannt. Und jetzt zum Schluss mal wieder mit Mütze. Ich möchte euch noch einen YouTube-Kanal empfehlen. Und zwar meine liebe YouTube-Kollegin, die Katharina, vom Kanal Im Küchengarten. Sie hat einen wunderschönen Garten, sie hat Laufenten und vor allem hat sie ein Händchen für Zimmerpflanzen. Und da ganz speziell für Orchideen. Wenn ihr Lust habt, schaut mal bei ihr rein, weil die Videos sind wirklich wunderbar gemacht. Und sie ist eine ganz nette. Und sie würde sich sehr freuen. Tschüss.